Hallo und herzlich willkommen YouTube. Heute und morgen, also für euch da draußen auf YouTube, jetzt mal zwei Reacts, die erstens nicht im Stream passiert sind, auch wenn man jetzt hier so Streamanzeigen sieht auf dem Overlay da, aber ich nehme es gerade tatsächlich auf mit OBS. Und zweitens zwei Reacts, die sehr kontrovers sind, weil halt sehr viel darüber diskutiert wird und geredet wird seit den letzten Jahren. Es geht hauptsächlich um Sexismus und Sexualisierung. Und mal gucken, was die Leute da so sagen darüber. Deswegen erstmal hier Mimimi, typisch Frau, kein Bock mehr auf Sexismus. Wir steigern nach uns rein, ja, genau, wir steigen mal ein. Mal gucken, was sie zu sagen hat. In diesem Film wird es um Sexismus gehen. Sexismus im Netz, auf YouTube und in der Realität derjenigen, die dort Gesicht zeigen. Ja, die Journalistin soll mal nicht so dumm rumheulen. Frauenstimmen sind halt einfach nervig. Keine Haltung, fette Sau, ekelhafte Fotze. Naja, vielleicht fickt sie ja gut. Dazu braucht man schließlich kein Gehirn. Bei mir schreiben die Leute jetzt nicht unbedingt so, oh, Simon, geiler Arsch. passiert dann schon eher, wenn irgendwie halt irgendein Mädchen irgendwie im Video drin ist. Ihr seid jetzt schon genervt? Willkommen im Club. Mir hängt's zu den Ohren raus. Und zwar nicht, weil zu viel darüber gesprochen wird, sondern weil Sexismus immer noch stattfindet. In allen Bereichen, ob in der Wissenschaft oder im Journalismus, unter YouTubern oder Comedians, auf unserem Y-Kollektiv-Kanal oder denen der Funkkollegen und Kolleginnen. Wir haben hier die Debatte noch nicht mal geführt und alle haben schon keinen Bock mehr. Also ja. Das ist schon, du fängst an darüber zu reden, also, oh, jetzt das wieder. Seit den 68ern wollen wir kann das man jetzt gar ja, nichts mehr. Weil sich die meisten Sachen nicht geändert haben. Da hilft nichts, wir müssen drüber reden. Wer hat schon Bock auf sein Geschlecht oder seine Optik reduziert, als weniger witzig, weniger kompetent und weniger intelligent abgestempelt zu werden? Ich habe schon das Gefühl, dass meine Kompetenz erstmal in Frage gestellt wird, wenn ich irgendwo ankomme. Nehmt man doch tatsächlich ziemlich oft wahr, dass man irgendwo hinkommt und denkt, boah, eine Frau, kann die das überhaupt? Ist sie überhaupt intelligent dazu? Genug dazu? Ist sie überhaupt schlau allgemein? Wie hat sie ihre Ausbildung geschafft? Wahrscheinlich hat sie sich nur hochgeschlafen. Solche Sachen hört man heutzutage wirklich immer noch sehr oft. Das ist das Ding halt. Für denselben Respekt habe ich mir manche Sachen härter erarbeitet als männliche Kollegen, ja. Zum Glück bin ich keine Frau, ey. Schulz. Das sage ich selber auch manchmal. Zum Glück bin ich keine Frau. Aber nicht, weil ich das schlecht finde, sondern einfach nur, weil es Frauen nicht so einfach haben. Sie müssen sich halt mit so einem Scheiß hier rumschlagen und dazu haben sie halt noch so Dinge, die Männer nicht haben. Wo du denkst, boah, weil ich kenne es zum Beispiel von meiner Schwester, wenn sie zum Beispiel ihre Tage hatte, der ging es nicht gut. Die hatte immer Magenkrämpfe und alles. Und ich weiß, was Magenkrämpfe sind. Ich habe teilweise selber Magenkrämpfe und die haben das dann halt regelmäßig. Und darauf hätte ich überhaupt gar keinen Bock. Und das ist bei denen ja nicht nur einfach ein Tag, das sind, glaube ich, bei denen sogar mehrere Tage oder so, wo es ihnen halt richtig dreckig geht. Zuweisungen oder Beschwerden. Ist auch nicht bei allen Frauen so. Es gibt so Frauen, die stecken das easy weg. Bei denen ist so, ach ja, scheiße, meine Tage, okay, habe ich sie halt. Aber einige Frauen, die sind dann quasi den ganzen Tag am Bett gefesselt. Opfer und Täter wird's hier alles nicht geben. Ich bin in Stuttgart heute auf einem Jugendforschwettbewerb und hier treffe ich gleich Mai T. Die hält hier heute nämlich einen Vortrag. Sie ist promovierte Chemikerin, hat zwei YouTube-Kanäle, unter anderem Schön Schlau und moderiert für Terra X. Und von ihr würde ich gerne mal wissen, wie es so ist als schöne, schlaue Frau in der Chemie, weil das ja immer noch in der öffentlichen Wahrnehmung eher so ein Männerbereich ist. Typische Szene auf einer Party. Und, was machst du so? Ich bin Chemikerin. Du siehst gar nicht aus wie eine Chemikerin. Mein Name ist Maite Nguyen-Kim und ich bin Chemikerin. Science! Wie sieht ein Chemiker oder Chemikerin denn aus? Das sind doch alles so Bilder, die man sich selber irgendwie vorstellt. Oder nicht? Unnützes Wissen, aber wissenschaftlich erklärt. Dinge, die ihr euch vielleicht noch nie gefragt habt. Dinge, die ihr euch vielleicht schon immer gefragt habt. My Lab, mein Lab. Mal zur Vollständigkeit. Mai T. Nguyen Kim, das ist ihr ganzer Name. Ihr Kanal Schön Schlau heißt mittlerweile MyLab. Und Mai T. ist nicht nur Chemikerin, sondern auch Wissenschaftskommunikatorin. Deshalb hält sie hier auch einen Vortrag. Also es ist ja so traurig, dass ich so eine
so eine besondere Stellung habe jetzt in der Wissenschaftskommunikation, dass ich tatsächlich eine der wenigen Frauen bin, die das macht, die in der Öffentlichkeit ist. Das ist irgendwie gut für mich, aber irgendwie auch traurig. Und dann habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass ich oft als Quotenfrau irgendwo eingeladen werde. Mhm. Und so werde ich natürlich auch wahrgenommen. Mhm. Und dann versuche ich natürlich zu zeigen, dass ich nicht nur die Quotenfrau bin, sondern dass ich auch wirklich was zu sagen habe. Als eine der wenigen Chemikerinnen in der Öffentlichkeit ist Maiti gefragt. Das war nicht immer so. Als Frau in der Wissenschaft musste sie ganz schön punkten, um gesehen zu werden. Musstest du dich dann mehr anstrengen noch, um zu bestehen? Ich habe schon das Gefühl, dass meine Kompetenz erstmal in Frage gestellt wird, wenn ich irgendwo ankomme. Und wenn die dann irgendwie hören, oh, aber die war jetzt irgendwie Beste im Semester oder oh, die war am MIT, dann sehe ich halt so richtig die Überraschung dann in den Augen. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Dann. Okay, ich gebe zu, ich wäre dann selber überrascht, aber ich glaube, ich wäre bei jedem so ein bisschen überrascht. Egal ob Frau oder Mann. Weil das halt, solche Dinge sind halt beeindruckend. Also, wenn dann jemand mir erzählt, ja, ich bin ja MIT oder ich habe das und das gemacht, dann habe ich gesagt, boah, Alter, okay, krass. Sehr beeindruckend. Bekomme ich auch nur Respekt und habe auch das Gefühl, okay, die nehmen mir das jetzt ab. Aber wenn du jetzt einfach nur gut bist und nicht am MIT warst, ist es als Frau echt schwierig. Da wäre genau das Gleiche. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit einer Frau oder Mann rede, bla bla bla, und ich merke, boah, da irgendwie scheint die intelligent zu sein oder irgendwie scheint die was drauf zu haben, da bin ich trotzdem beeindruckt. Auch wenn sie jetzt nicht großartig irgendwo studiert hat oder zum Scheiß. Oder halt dieses leidige Thema mit Frauen und Gaming, wo dann halt viele Männer der Meinung sind, das gehört nicht, Gaming gehört nur den Männern und nicht den Frauen. Wo ich mir denke, Alter, es gibt so viele Frauen auf der Welt, die spielen einfach besser als Männer. Und das ist halt teilweise so, Alter. Wo ich mir denke, keine Ahnung, ich gucke mir manchmal irgendwelche Twitch-Kanäle an von Frauen dann, wo die zum Beispiel Valorant oder irgendwas anderes zocken, wo du halt ein bisschen Skill beweisen musst und denkst so, Alter, wie hat sie das denn jetzt hingekriegt? Das ist gar nicht so schlecht, wie die spielt. Es ist einfach so, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach dann eigene Fähigkeiten, die man sich erarbeitet hat, und das kann jeder Typ Mensch. Ob du nur Frau, Mann oder ein andere, ja, es gibt keine andere Geschlechter. Ich bin immer noch der Meinung, es gibt nur biologische Zweigeschlechter, das Rest sind, ich fühle mich als etwas und Gefühl ist für mich in meinen Augen kein Geschlecht. Das ist mein Statement dazu, kann jeder zu sagen, was er will, das ist halt meine Meinung dazu. Aber halt, das ist scheißegal, ob du Frau, Mann, Mädchen, Junge, also Kind bist, ob du alt bist, du kannst sogar als 80-jähriger Opa, kannst du noch krassen Valorant sein. Einfach nur, weil du was halt genug gespielt hast und einfach, weil du deine Fähigkeiten da erarbeitet hast. Ja. Damit die Kompetenz zu vermitteln. Erster Titel macht dich dann wieder glaubhaft. Ironischerweise, glaube ich, ist der jetzt wichtiger, viel wichtiger, als wenn ich jetzt als Chemikerin arbeiten würde, weil der Doktortitel ist halt bei Chemikern nichts Besonderes, gerade weil ich YouTube mache und... Warum ist ein Doktortitel nichts Besonderes? Ist ja auch eine Sache, die man sich erarbeitet hat, oder nicht? Irgendwie diese lustige Seite von Wissenschaft aufzuzeigen, habe ich das Gefühl, dass es indirekt total wichtig ist, dass ich diesen Doktortitel habe, damit die Leute nicht denken, ich mache hier nur Quatsch, ja. Ich kenne mich auch damit aus. Auf dem Jugendforschungswettbewerb ist Maiti ein Vorbild. Sie motiviert die Mädchen, sich für Wissenschaft zu interessieren und zu zeigen. Du hast doch einen YouTube-Kanal, hast du ja. Hast du einen Partner? Ja. Wir haben uns das angeschaut und wir haben so richtig gedacht, so, das ist so 5 Phasen einer Jugendarbeit. Ganz gegen das Klischee sind hier viele junge Mädchen, die ihre Ideen und Erfindungen präsentieren. Dass Maiti als Frau anders wahrgenommen wird als ihre Kollegen, ist ihr vor allem zum Ende ihres Chemiestudiums aufgefallen. Manche Sachen habe ich mir vielleicht sogar härter, oder zumindest für denselben Respekt, habe ich mir manche Sachen härter erarbeitet als männliche Kollegen. Ja. Während der Doktorarbeit war es dann auch manchmal so, dass wir im Meeting waren und mich keiner angeguckt hat. Zum Beispiel, ich war dann im Meeting mit meinem Kollegen, mit meinem männlichen oder mit meinen beiden. Und der Partner redet dann nur mit meinem männlichen Kollegen, schaut mich gar nicht an, obwohl ich zum Beispiel zuständig bin für das Projekt. Da kommen die gar nicht drauf. Es sind halt so Sachen, die sie gar nicht unbedingt böse meinen, vielleicht auch gar nicht bewusst machen, aber das merkt sie. Wollte ich gerade sagen, es kann auch sein, dass es unterbewusst ist. Dass es so ein Unterbewusstsein ist von Männern,
zu denken, dass wenn da jetzt ein Mann und eine Frau zu dir jetzt kommt, zu irgendeinem Meeting oder sowas, dass der Mann die führende Rolle hat. Und nicht, vielleicht ist das einfach nur Unterbewusstsein. Man könnte sagen Urinstinkte oder sowas. Ist meistens wahrscheinlich echt nicht böse gemeint. So richtig, das sind halt, du bist ich, hier ist mein Kollege und dann so, ja, dann erklären Sie doch mal. Und ich so, das ist mein Projekt. Obwohl Maiti promoviert hat, an der renommiertesten Uni der Welt, dem MIT, studiert hat, wird ihr noch immer von einigen Zuschauern die Intelligenz abgesprochen, erzählt sie mir. Einzig, weil sie eine Frau ist. Nach ihrer ersten Totaler Schwachsinn. Einfach totaler Schwachsinn. Also nicht, dass das getan wird, sondern dass die Leute das tun. Dass sie einfach die Intelligenz absprechen, nur weil sie eine Frau ist. Ich sag's euch immer wieder, Frauen sind eigentlich schlauer als Männer. In vielen Hinsichten. Moderation für Terra X musste sich im Netz einiges anhören. Die ersten Kommentare waren aber vieles so dabei wie, was macht denn dieses ungebildete Huhn da? Quotenfrau, die hat ja keine Ahnung von dem, was sie redet. Dann haben mich noch Leute mit chemischen Sachen belehrt. Das Ding ist halt, ich bin auch teilweise so aufgewachsen, dass ich irgendwie immer im Hinterkopf habe, Frauen sind intelligent, Männer sind stark. Einfach aus dem Grund, weil ich damals auch in der Schule eine Klassenkameradin hatte, mit der ich mich teilweise sogar in Mathe gebettet hat, wer in den nächsten Test die beste Klausur schreibt. Und meistens hat tatsächlich sie gewonnen, weil sie einfach besser war, Mathe schlauer war. Zum Beispiel. Berlin, hier treffe ich Sophie Passmann. Sie ist Radiomoderatorin, Comedy-Autorin, schreibt fürs Fernsehen und für Magazine. Mit Stand-Up-Comedy hat die 24-Jährige angefangen, wie ihr Kollege Moritz Neumeier. Im Mehringhof-Theater sind wir vor ihrer Show verabredet. Sexismus ist für beide ein wichtiges Thema, auch auf der Bühne. Wir dürfen seit 40 Jahren arbeiten, ohne unseren Mann um Erlaubnis zu fragen. Ich glaube, seit den 70ern dürfen wir von unserem Mann nicht mehr vergewaltigt werden, ohne dass es gegen das Gesetz verstößt. Seit den 90ern. Seit den 90ern erst? 91. Wirklich? Ja. Ich habe mich gut vorbereitet. Das ist krass. Traurig, aber krass. So richtig wurde dieses Thema für mich erst spürbar, als ich eine Frau wurde. Also ich meine, ich mache ja Bühne, seit ich 15 bin. Also ich war schon ein Mädchen und wurde dann irgendwann so eine Frau. Aber ich war so eine komische asexuelle Frau, die einfach quasi nicht vorhanden war. Was dafür gesorgt hat, dass ich ganz, ganz lange gar nicht... Ich will jetzt nicht respektlos klingen, ne? Vielleicht liegt das ja auch nur im Licht. Aber auf meinem Bildschirm, es kann auch sein, dass es auf der Bildschirm ist, wirkt die so grün. Warum ist sie so grün im Gesicht? Gemerkt habe, kann auch mein Bildschirm sein, wie Frauen angegangen werden, die von Männern als sexuell interessant wahrgenommen werden. Und damit, das ist ganz krass, weil auch das ist ja eigentlich schon wieder so eine perfide Art und Weise, dass man sich Sexismus erst verdienen muss. Zum Glück bin ich keine Frau, ey. Sexismus, was ist... Okay. Das denke ich dir immer. Seit einem Dreivierteljahr beschäftige ich mich jeden Tag mit dem Thema, ne? Du musst nicht mal das Wort Sexismus in den Mund nehmen. Sobald du sagst, also ich finde das Frauen gegenüber ungerecht. Oh, jetzt ist das wieder. Das ist jetzt wieder. Muss ich jetzt wieder aufpassen, was ich sage und sage innen. Halt die Fresse. Ich saß letzte Woche zusammen mit ein paar Leuten. Okay, der hat jetzt was genutzt, was ich auch selber nicht mache, und zwar das Gendern. Ich mache das nicht, weil ich das verachte oder sowas. Ich mache das einfach nicht, weil ich das nie in meinen Sprachgebrauch reinkriegen werde. Ich bin dazu vielleicht zu dumm für. Aber mich jetzt so dran gewöhnen, jetzt immer mit Gendern und sowas. Ich sag vielleicht mal Männer und Frauen, das ist für mich das Gendern. Aber diese SchülerInnen oder sowas kriege ich nicht hin. Also kriege ich in meinen Sprachfluss nicht rein. Dafür habe ich auch ganz anders Sprache gelernt in der Schule. Über dieses Thema gesprochen, über Me Too und über sexuelle Belästigung. Und ich habe gemerkt, die Männer in der Gruppe haben eine ganz andere Grenze und eine ganz andere Definition von Belästigung als die Frauen. Und da fängt das Problem ja schon an. Ja, als ich das Programm geschrieben habe, das letzte Mal, habe ich gedacht... Genau, das habe ich, glaube ich, auch letztens erst jemandem geschrieben. Und zwar habe ich wieder was mitbekommen, jemand sexuelle Belästigung, pipapo, und dann... hat dann ein Typ geschrieben, ja, aber vielleicht war es ja keine sexuelle Belästigung, sondern eine Anmache. Und dann habe ich mir überlegt, okay, warum sieht ihr das auf dem gleichen Level, Belästigung und Anmache? Wie zum Teufel
machen die Männer oder die Jungs heutzutage Frauen an? Also für mich ist es eine ganz normale Anmache. Entweder versucht man einen auch ein bisschen auf lustig zu machen mit so einem schlechten Anmachspruch wie kann ich eine Nummer haben, ich habe meine verloren. Das ist für mich so ein Anmachspruch, aber halt keine Belästigung. Zumindest keine sexuelle Belästigung. Vielleicht fühlt sich die Frau trotzdem belästigt, weil sie angesprochen wird, aber dann ist man halt sehr sensibel, aber da muss man das als Frau auch sagen, hier, tut mir leid, geh weg, ich will das nicht, dann musst du als Mann aber auch weggehen, also da musst du akzeptieren und sagst einfach, okay, alles gut. Und, oder halt, man geht halt zu einer Frau hin und sagt, hi, na, wie geht's, wenn man halt ein bisschen offensiver geht, ja, wollen wir mal was trinken gehen, kann ich eine Nummer haben, pipapo, und wenn die Frau dann aber da sagt, also ist auch keine Belästigung, keine sexuelle Belästigung, ist auch eine Art von Anmache, Ansprechen von Frauen halt. Aber wenn da die Frau dann auch wieder sagt, sorry, kein Interesse, dann hast du einfach zu gehen als Mann. Dann sagst du, alles klar, okay, dann gehst du. Das hat was mit Respekt zu tun, der Frau gegenüber. Und mit akzeptieren, dass die Frau das nicht will. Andersrum genauso, wenn eine Frau auf einen Mann zugeht und sowas macht und der Mann sagt, er hat kein Interesse, hat die Frau auch zu gehen. Dann hat sie auch das zu akzeptieren, dass der Typ jetzt keine Lust hat, dir eine Nummer zu geben, mit dir zu reden oder mit, keine Ahnung. Das geht halt auch auf beide Seiten. Nur leider ist halt die eine auf die andere Seite, also Mann zu Frau, immer ein bisschen kritischer, einfach aus dem Grunde, weil manche Männer heutzutage einfach nicht wissen, was Anmache ist und also die Grenze wissen zwischen Anmachen und sexuelle Belästigung. Weil es gibt ja Menschen, Männer, sage ich mal, die denken, ja, eine Frau an der Schulter massieren und sowas ist eine Anmache. Nein, manche Frauen sehen das leider schon als Belästigung. Und du hast niemanden zu berühren, wenn er das nicht will. Eigentlich muss man vorher fragen, darf ich dich kurz anfassen, wenn du zum Beispiel Kragen riechen willst, darf ich dich massieren? Macht man das sowieso nur mit Menschen, die man auch kennt, nicht einfach mit fremden Menschen. Man fragt halt vorher, ob man diese Person berühren darf. Außer natürlich bei Handschlag. Wenn man sich die Hand gibt, ist was anderes. Weil da kommt das eh von beiden. Wenn die Frau das dann oder der Mann das nicht will, dir die Hand geben, dann gibt sie dir nicht die Hand. Dann sieht das zwar ein bisschen erstmal respektlos aus, aber dann will sie dich halt einfach oder er dich nicht einfach berühren oder anfassen. Schlimmes Thema, schwieriges Thema hier. Ich will irgendwas über Sexismus machen. Sag dir, ich guck mir mal ein bisschen mehr an. Jeden Abend denke ich, ich bin so froh, dass ich keine Frau bin. Das ist ja die Hölle. Ja. Das ist ja in allem, was du tust. Moritz ist einer der wenigen Männer im Funkkosmos, der in seinen Videos immer wieder über Sexismus spricht. Wir haben die Debatte noch nicht mal geführt und alle haben schon keinen Bock mehr. Also ja. Das ist schon, du fängst an, darüber zu reden. Also, oh, jetzt das wieder. Seit den 68ern wollen wir kann das man ja jetzt schon. Gar ja, nichts mehr. Weil sich die meisten Sachen nicht geändert haben. Deswegen müssen wir darüber reden. Aber es ist dieses, oh, jetzt müssen wir schon wieder Mann und Frau. Was wollen die Frauen denn noch? Weiß ich nicht. Gleiche Rechte. Ich glaube, das war das, was sie wollten. Kann doch eigentlich nicht so. Mein Problem, was ich manchmal sehe, ist einfach, ich habe das Gefühl, drüber reden bringt irgendwie nichts. Weil es ändert sich nicht. Also es wird schon seit Jahren drüber geredet und leider ändert sich da nichts. Man muss mal versuchen, ein Konzept zu finden, wo das sich halt eckig mal ändert. Wo du halt einfach mal keinen Sexismus hast. Du bist keinen offensichtlichen und gewollter Sexismus, kann man nicht sagen. Manchmal findet halt auch Sexismus ungewollt statt, weil du plötzlich dann irgendwas von dir gibst, wo du denkst so, oh fuck, das wollte ich so gar nicht sagen. Ich hoffe, das hat die jetzt nicht so aufgenommen. Also ich meine halt, dass es kein vorsätzliches Sexismus ist. Dass man mit Absicht Dinge sagt, um die Frau sexualisieren. Ich guck weiter, ich verschrecke mich gerade ein bisschen. So schwer sein ist es aber. Meine Y-Kollektivkollegin Gülserin. Ist das ein Werderschall? Ölçüm hat in ihrem letzten Film mit Frauen über Sexismus im Fußball gesprochen. Das Ergebnis? Ja, Werder! Bööö. Direkt sehr positiv das Video. Eine neue Welle sexistischer Kommentare. Geht ja. Um Sexismus im Fußball? Okay. Da gibt's keinen Sexismus. Nee? Das ist alles Männerdomäne, das reicht. Bei mir heißt das dann... Ah, falsch. Das ist keine Männerdomäne. Zumindest mittlerweile nicht mehr. Früher ja. Weil sich einfach niemand drum gekümmert hat, dass da Frauen Fußball gerne spielen wollen und dann auch groß machen wollen mit Nationalmannschaft, einige Bundesliga und sowas. Aber mittlerweile gibt es das ja schon, das finde ich gut. Und manche Frauen spielen echt gut. Dann speziell und das ist auch mit dem Styling dann halt so beschlossen, kein Ausschnitt, keine Hotpants. Auf sowas verzichte ich halt generell und auch sehr strikt. Du hast ja jetzt unter deinem letzten Film ganz schön viele Kommentare gekriegt, ne? Ja.
war kein Zuckerschlecken, war nicht schön. Ja, die Journalistin soll man nicht so dumm rumheulen. Was für ein Kackthema, die soll man nicht so rumheulen. Was ist denn das Thema? Einfach allgemein Sexismus oder ein komplett anderes Thema? Frauenstimmen sind halt einfach nervig. So. Hier typisches Frauengeschwafel, Frauen an den Herd. Das ist der Dumm. Warum wundert mich das nicht, dass das von einem Kevin kommt, Alter? Sorry, dass du sagen musst, aber Hauptsache Kevs Channel und dann kommt so ein Spruch. Und dann sagen die Männer, die ist doch viel zu dumm, warum macht sie sowas? Und dann kommt da so ein Spruch von einem Typen, der anscheinend wohl null Intelligenz hat, weil für mich ist das ein dummer Spruch und Typen, die sowas sagen, ist einfach dumm. Die sind einfach dumm. Ja, halt wieder so dieses Mann, ihr dummen, dummen Fotzen. In Indien kannst du dir ein Mädchen für 5 verfickte Dollar kaufen. Kommt mal klar mit eurem mitteleuropäischen Feministendasein. Es war tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass man gesagt hat, das ist kein Thema, warum sprecht ihr darüber? Und ganz viele haben auch geschrieben, ich habe sie mir eigentlich gar nicht angeguckt, aber allein, dass ihr was über Sexismus macht, ist schon scheiße. Was ich auch in diesen Diskussionen echt schwierig finde, ist, wie wir so Täter und Opfer definieren. Also wenn eine Frau darüber berichtet, was ihr widerfahren ist, dann ist sie halt immer ein Opfer. Hm. Und das verstehe ich nicht. Also die Frau, die ich kennengelernt habe, das sind total tolle, mutige Frauen, ne? Und die irgendwie gesagt haben, ich weiß, ich werde mich da irgendwie angreifbar machen, aber ich rede trotzdem drüber. Sich über das Thema Sexismus zu unterhalten, ist gar nicht mal so einfach, weil es doch relativ schnell auch emotional wird oder Schuldzuweisungen gemacht werden. Dabei glaube ich, dass viele Menschen gar nicht wirklich absichtlich sexistisch sind oder wissen, dass sie gerade was Sexistisches sind. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dass du plötzlich irgendwelche Dinge sagst, du denkst gar nicht richtig drüber nach und plötzlich fällt auf, verdammt, das war ja hart sexistisch. Ob das wollte ich so gar nicht sagen. Was gesagt haben. Einer davon ist Simon Will, er ist YouTuber. Den besuche ich hier heute in Köln. Und er sagt, ich habe in meinen Videos früher auch manchmal sexistische Inhalte gehabt und ich habe es gar nicht gemerkt. Auf seinem Kanal hat Simon Will über 570.000 Abonnenten. Meistens reicht einfach so ein lappiger Spruch, der für dich irgendwie gar keine Bedeutung hat, aber viele Frauen springen dann direkt drauf an, weil es halt sexistisch war. Und du hast das halt selber einfach gar nicht gemerkt, dass es so ankommen kann. Abonnenten, mehr Jungs als Mädels. Manche Videos, die er vor seiner Zeit bei Funk veröffentlicht hat, würde er jetzt nicht mehr so machen. Die Frau am Steuer. Okay, da ist das Ding, ja, es ist irgendwie sexistisch, aber wie er es gerade darstellt, ist das mega lustig, einfach weil du halt ein, ich nenne das mal Klischee, sehr krass darstellst. Aber halt auch gar nicht richtig ist. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Frauen schlechtere Autofahrer sind. Manche Frauen stellen sich einfach nur dumm an. Also es gibt wirklich Frauen, die leider sich ein bisschen dumm anstellen, aber es liegt nicht daran, weil sie schlechte Autofahrerinnen sind, sondern einfach nur, weil sie sich nicht so gut auskennen vielleicht. Weil sie kein Gefühl dafür haben. Und ich bin auch kein so guter Autofahrer, das muss ich selber zugeben. Was jetzt rückblickend auf jeden Fall schon hart ist, so. Also eine Art und Weise, wie man das jetzt storytelling-technisch vielleicht irgendwie gut hätte drehen können, wäre, wenn man halt am Ende nochmal dann irgendwie so, und jetzt der Mann am Steuer zum Beispiel. Genau, hätte man auch machen können. Weil da gibt es auch viele Klischees. Ja. Und das ist dann halt einer, der dann irgendwie noch verrückter ist. Ja. Beispielsweise. Einfach um nicht so auf dieses Klischee einzuhämmern, sondern... Also es gibt so zwei Sachen, die ich halt so mal gehört habe. Bei Frauen ist es immer halt, die können nicht einparken, pipapo. Und bei Männern ist das immer so, wenn das Navi sagt, du wirst um 10.50 Uhr dein Ziel erreichen, versteht dann mal, du musst vor 10.50 Uhr dein Ziel erreichen und ist dann einfach nur noch am Rasen auf der Autobahn. Schön mit 250 über die Bahn. Das sind halt so zwei Sachen, die ich mir halt immer so... die ich halt so mitbekommen habe. Und es ist halt beides
eigentlich nicht geil. Wenn du nicht gut einpacken kannst, es ist mal so, da kannst du das halt einfach nicht, weil du nicht das Gefühl dafür hast, deine Abmessung vom Fahrzeug, wie du jetzt einlenken musst, pipapo, und Leute, die einfach die ganze Zeit nur zu schnell fahren. Nur weil man 250 auf der Autobahn fährt, heißt es nicht, dass man ein guter Autofahrer ist. Aber im Endeffekt, wenn du denn da tot rumliest, hast du davon auch nichts. Und das sind halt für mich zwei Sachen, die an sich, wenn man das so betrachten, sind Fahrfehler. Wenn du zu schnell fährst, ist das ein Fahrfehler. Wenn du halt, zumindest laut Fahrprüfung, mehr als 4 Versuche oder 3 Versuche brauchst beim Einparken, ist das an sich auch ein Fahrfehler. Also sind das schlechte, beides schlechte Autofahrer dann. Und dann vielleicht so ein bisschen mit dem Klischee zwar zu spielen, aber das dann doch irgendwie halt fair aufzuziehen. Hast du am Anfang dir darüber Gedanken gemacht, wie du, ob du sexistisch bist? Am Anfang gar nicht. Nee, viel zu wenig auf jeden Fall. Mhm. Also ganz früher so, gerade aus der Schulzeit heraus und so, da war es noch nicht mal andersweise irgendwie ein Thema im Kopf. So, man reißt so, wenn man unter Jungs ist und so, reißt man natürlich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Witze und achtet. Na gut, man ist halt jung, man hat ganz andere Themen im Kopf, erstens. Zweitens, Jungs reißen Frauenwitze, Frauen reißen Männerwitze, das ist einfach ganz normal. Da nicht drauf, ob das jetzt irgendwie, was weiß ich, sei es zu schwarz ist oder irgendwie sexistisch oder sonst irgendwas so. Ja. Also man macht sich aber gar nichts Gedanken. Mittlerweile achtet Simon in seinen Videos auf Political Correctness, sagt er. Als nächstes, mein Opa, ist natürlich die Klamottenauswahl ganz wichtig. Wie du ja weißt, mögen viele Frauen pink, ohne sexistisch zu sein. Ich mag auch pink als Mann. Aber auf jeden Fall würde ich vorschlagen, dass du das mal anprobierst, weil das ist so ein hautfarbener Ton. Überhaupt erstmal zu verstehen, was Sexismus ist, sei für Männer manchmal gar nicht so einfach, sagt Simon. Sexistische Kommentare hätte er noch nie gehabt. Geht mir als Frau anders. Persönliche Kommentare bekomme ich vor allem dafür, wie ich aussehe, was ich anhabe, wie ich spreche. Ich weiß nicht, bei mir ist es halt echt so komplett egal. So, auch wenn ich oben ohne rumrenne, dann ist es im Prinzip, juckt halt am Ende keinen. So. Da an der Stelle ist es auch voll schwierig zu sagen, so, was ist jetzt dann irgendwie Sexualisierung? So, ist es jetzt unfair, dass ich jetzt oben ohne rumlaufen darf, ohne mir einen Kopf zu machen? So? Oder ist genau das vielleicht eine Problematik? So? Ja. Wo fängt Sexismus an? Ist Sexualisierung schon Sexismus? Auch wir greifen da manchmal daneben. In seinem Film über eine Männer-Strip-Show hat mein Y-Kollektiv-Kollege Noah Sari für Verwirrung gesorgt. Hunderte Frauen, vielleicht 3 Männer im Publikum. Einer davon bin ich. Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ist das nicht sexistischer Scheiß? Die Degradierung des Mannes zum Sexobjekt? Das ist ausnahmsweise kein sexistischer Scheiß. Die Aussage liegt Noah noch heute quer. Ich finde, dass ich da halt ein. Es ist einfach Show. Es ist eine Show. Ja, das ist schwer zu sagen. Meine Augen ist das auch nicht sexistisch. Wenn das jetzt andersrum wäre, dass da ein Mann sitzt und die Frau macht so eine Show, ist das für mich auch kein Sexismus. Das ist einfach eine Show. Fehler gemacht und was verwechselt habe, nämlich Sexualisierung mit Sexismus. Und es ist nicht gleich sexistisch, wenn Menschen sich sexualisiert darstellen. Und dadurch, dass ich eben diesen Fehler gemacht habe, Sexualisierung mit Sexismus zu verwechseln, habe ich halt gemerkt, dass das halt einfach manchmal so ein schmaler Grat ist und dass Sexismus einfach ein Thema ist, das nicht so einfach ist. Trotzdem, viele, die Noahs Video angeschaut und kommentiert haben, haben Noah beigepflichtet. Wenn ein Mann sich gegen Sexismus gegen Männer einsetzen will, bekommt er Beifall. Ey. Fall, auch wenn die Aussage gar nicht stimmt, zeigt, wie schwierig die Thematik ist und wie schnell wir uns eine Meinung bilden. Zurück in Berlin bei Moritz und Sophie. Ach du Scheiße. Gut, dass ich das gerade nicht auf Twitch mache. Die Kommentare, die sie schon bekommen hat, dafür, dass sie eine Frau ist, sind dermaßen heftig, dass ich mich frage, wie sie damit klarkommt. Ich habe so ein Fotoalbum auf Facebook, wo ich die einfach sammle, weil ich das ist doch schön, wenn die Leute das sehen, was man so bekommt den ganzen Tag. Und dann können die Leute, die mir folgen, können sich dem nicht entziehen. Und ich mag das Gefühl, dass sie sich dem nicht entziehen können, weil ich kann das ja auch nicht. Das ist auch von YouTube und von Twitter und von Facebook, also gesammelt. Okay. Sophie Passmann ist richtig ekelhaft. Naja, vielleicht fickt sie ja gut. Dazu braucht man schließlich kein Gehirn. Dummes Vibes-Ding, klar, dass die arbeitslos ist. Sie ist weder stark noch eloquent, sondern einfach nur eine Männerhasserin. Keine Haltung, fette Sau, ekelhafte Fotze. Hier, sie hat Bock auf sexuelle Belästigung und fickt sich in der Spiegel-Online-Redaktion hoch. Hat dir schon jemand unterstellt, dass du dich hochgeschlafen hast? Nee, ich krieg andere Nachrichten. Bei mir ist es wenig sexualisiert. Also es ist schon viel dummes linkes Schwein,
GZ-Hure, ich hoffe, du stirbst. Wenn du das nächste Mal in meine Stadt kommst, steche ich dich ab. Sowas schon. Okay, das ist beides kacke. Das eine ist halt Sexualisierung, das andere ist halt Morddrohung. Ja, schon krass, ey. Kriegen Frauen auch manchmal auch. Die sagen auch, ja, du bist auch so Sätze wie, wie ziehst du dich an, ich hoffe, du stirbst, oder wenn du dich normal so anziehst, bringe ich dich um. Gibt es auch so solche Sachen, die Frauen bekommen, habe ich auch schon gelesen. Auf Twitter. Twitter ist wie so, Twitter ist die Hölle. Aber wenn es um Sex und Vergewaltigung geht, wird in den Kommentaren, werden... Sorry, X heißt das ja jetzt. Nicht ich, sondern meine Frau, beziehungsweise meine Frau und meine Kinder werden vergewaltigt. Es ist einfach, sich über Äußerlichkeiten auszulassen, sein Gegenüber aufs Geschlecht zu reduzieren, anstelle inhaltlich zu kritisieren. Vor allem, wenn man dabei anonym bleiben kann. Was die Lösung ist? Sophie Passmann geht in die Offensive. Sie macht sexistisches Verhalten öffentlich. Moritz spricht in seinen YouTube-Videos immer wieder über Sexismus, MeToo und Gleichberechtigung. Maiti motiviert Mädchen und junge Frauen, auf ihr Können zu vertrauen, sich durchzusetzen und sich zu zeigen. Und wir machen eben den nächsten Film über Sexismus, auch wenn's nervt. Lasst uns über Sexismus im Netz sprechen. Was haltet ihr davon? Wie fandet ihr den Film, die Aussagen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte Fragen. Fragen beantworte ich auch nächste Woche noch im Q&A. Denn das könnt ihr dann hier sehen auf unserem... Na gut, das war's dann auch von meinem React. Ich werde jetzt nicht um den großen Sexismus-React-Streamer, YouTuber. Ich wollte das einfach nur mal reinbringen, weil es halt tatsächlich ein Thema ist, was auch wichtig ist. Weil meiner Meinung nach ist Sexismus leider noch vorhanden in der Gesellschaft. Und ja, es ist jetzt nicht... Vielleicht ist das tatsächlich schon ein bisschen besser geworden. Aber halt lange noch nicht ausreichend. Also man muss leider noch viel zu viel drüber reden. Und manche nehmen das gar nicht wahr, wie sie halt mit anderen Personen reden. Na gut, bis dann. Schau wieder.